Hallo, ich grüße dich. Wie versprochen, wollen wir jetzt zusammen die Produkte nochmal anwenden, damit du auch ganz genau weißt, um was es geht. In deinem schönen Paket, was ich dir geschickt habe, hast du in deiner kleinen Dose mit A1 den Augen-Make-up-Entferner. So sieht er im Original aus. Und du siehst hier schon im Video, dass es zwei Phasen sind, ne? Die so aufeinander schwimmen. Das hat einfach den Hintergrund, dass der auch für wasserfestes Make-up ist. Also die eine Phase ist für wasserlösliches Make-up und die andere für das wasserfeste. Deswegen muss man das auch immer dann schön schütteln, damit sich die beiden Phasen verbinden. Und dann gebe ich mir das mal auf das Wattepad, was du ja zum Glück schon hast. Kleine Menge reicht. Und dann drückst du dir das hier ganz vorsichtig mal aufs Auge. Und dann kannst du dir das so abziehen. Und du siehst, mit wenig Aufwand viel erreicht. Dann nehme ich mir noch einen kleinen Schuss nach fürs nächste. Wenn man etwas mehr Augen-Make-up drauf hat, kann man den Vorgang natürlich auch noch mehrmals wiederholen. Das ist kein Thema. Und schwuppdiwupp, sieht es bei dir mit Sicherheit dann genauso aus. Ja, wie ich dir schon geschrieben habe, der ist unheimlich pflegend. Also die Augenpartie, die fühlt sich dann gleich richtig schön weich an. Und auch die Wimpern werden richtig gut gepflegt, sodass sie nicht so massiv ausfallen und dadurch auch nach einer gewissen Zeit länger wirken. Das ist was, was ich an mir selber schon beobachten konnte, und was wirklich einwandfrei ist. Sehr schön. Also ich mache das jetzt heute Abend mit dir zusammen, sozusagen meine Abendroutine. Dann feuchte ich mir das Gesicht an. Normalerweise macht man das am Waschbecken. Und als nächstes nimmst du dir aus deinem Set, aus diesen kleinen Testern, den Reiniger, den 4-in-1 Cleanser. Davon reicht es, wenn du dir so eine kleine erbsengroße Menge auf die Hand gibst und dir das zwischen den Fingern so ein bisschen verteilst. Und dann massierst du dir das einfach richtig schön in dein Gesicht ein. Da sind so ganz kleine Zellulose-Kügelchen drin, wie du vielleicht merkst. Die sind besonders schonend für die Haut. Ne, es ist zwar ein leichtes mechanisches Peeling, deswegen kann man es auch jeden Tag anwenden, aber reizt die Haut nicht zu sehr. Genau, ruhig ein bisschen mehr Wasser nehmen. Und dann schäumst du dir das richtig schön auf am Waschbecken. Ich nehme jetzt hier einen Waschlappen und schrubbel mir mal hier ein bisschen drüber. Und dann nehmen wir gleich noch das Handtuch und tun uns das hier ab. Du hast jetzt ein großes Privileg, weil so viele sehen mich nicht ungeschminkt. Aber ich denke, das ist in Ordnung. So, und jetzt darfst du dich schon mal selber sozusagen anfassen im Gesicht und dich ein bisschen streicheln. Das macht man auch letzten Endes viel zu selten. Und ich hoffe, du hast genauso ein schönes Gefühl wie ich auf der Haut. Also ich nehme Mary Kay jetzt schon seit 3 Jahren und liebe dieses Gefühl trotzdem noch, obwohl ich es jeden Tag habe. Also das ist absoluter Wahnsinn. Genau. Als Zwischenschritt habe ich dir ja geschrieben, habe ich dir jetzt diese Masken hier drauf getan. Zum einen ist das die Gelmaske. Die spendet unheimlich viel Feuchtigkeit. Ist diese durchsichtige Maske in den kleinen Dosen. Und dann habe ich zum anderen noch die Kohlemaske mit reingetan. Ne? Gegen die Hautunreinheiten. Ich mache es jetzt mal halbe halbe. Du kannst dir sozusagen 2 Tage lang was Schönes damit gönnen. Und zeig dir das mal. Also diese Gelmaske, die ist wirklich so schön transparent. Und ich teile mir das mal hier spiegelverkehrt. Ist gar nicht so einfach. Auf die eine Gesichtshälfte auf. Du siehst, die ist durchsichtig. Deswegen ist das auch überhaupt kein Problem, wenn du dich entscheidest, die über Nacht drauf zu lassen. Weil die zieht dann nicht richtig schön weg. Und dadurch hast du da auch kein Problem mit dem Kopfkissen oder so. Ne? Dass du da irgendwelche Reste drauf hast. Genau. So, und als zweites kommt dann die Kohlemaske. Du siehst, das ist hier eine ziemlich schwarze Angelegenheit.
Und hier oben habe ich so ein kleines Pickelchen, das werden wir jetzt gleich mal mit bekämpfen. Und dann verteilst du die dir so schön im Gesicht, dass letzten Endes keine Haut mehr unten drunter rausguckt. Dann hast du es richtig gemacht. Am besten die Augenbrauen auch ein bisschen auslassen, weil dann kriegt man das immer so ein bisschen schlechter raus. Und das kannst du dir dann verbinden. Ne, und die Stellen, die du noch näher hast, ruhig noch ein bisschen mit bearbeiten. Also es sieht absolut lustig aus. Ich muss mal hier kurz was machen. Also, das ist eine richtig coole Sache. Und das lassen wir jetzt mal 10 Minuten einwirken. Wie gesagt, wenn du möchtest, kannst du die Feuchtigkeitsmaske auch über Nacht drauf lassen. Aber die Kohlemaske ist definitiv zum Empfehlen, die dann abzunehmen. Ja? Wir lassen die jetzt kurz ein bisschen einwirken und dann nehmen wir es ab und cremen uns ein. Ne? Bis gleich. So, abgenommen ist es. Oh, hier habe ich noch ein bisschen was kleben. genau. So, also meine Hälfte von der Feuchtigkeitsmaske, die fühlt sich unheimlich weich an. Wenn man das über Nacht drauf lässt, hat man den Effekt noch mehr. Und auf der rechten Seite, wo die Kohlemaske war, ist es auch ein ganz gereinigtes, schönes Gefühl. Ich hoffe, das geht ja auch so. Und dort, wo sozusagen diese Pickelchen waren, jetzt hast du es leider bei mir nicht gesehen, weil ich es abgenommen habe, kommen dann so weiße Kleckse sozusagen oder schwarze, je nach Beschaffenheit. Und das ist dann das Zeichen, dass dort eine Hautunreinheit war. Ja, genau. Ja, wenn du es abgenommen hast, ist wichtig, dass du die Haut pflegst, vor allem nach der Kohlemaske, weil die Haut sich dann meistens etwas trocken anfühlt. Ich nehme jetzt als nächsten Schritt die Augencreme von dem Wunderset, also von den kleinen Testern, die du hast. Und dazu nimmst du dir wirklich eine ganz geringe Minimenge auf den Ringfinger und klopfst dir das um die Augen ringsrum ein. Gerne auch oben. Das ist mein persönliches absolutes Lieblingsprodukt, weil ich Schlupflider habe. Und als ich mit Mary Kay gestartet bin vor 3 Jahren, war es tatsächlich so, dass diese Augensäcke sozusagen schon vorne an den Wimpern angelegen haben. Und du siehst, mittlerweile ist das nicht mehr so der Fall. Und deswegen ist das mein absolutes Lieblingsprodukt. Ich finde das total mega cool. Und als nächstes wählst du jetzt, je nachdem, ob es früh oder Abend ist, deine Creme aus dem Wunderset. Ich nehme jetzt die Nachtcreme, weil es ist ja abends bei mir. Und auch hier, du siehst, es sind winzige Mengen, die reichen. Deswegen kommt man mit diesen Originaltuben bis zu 6 Monaten hin. Und das ist wirklich nicht übertrieben. Also ich nutze es ja selber täglich und kann das absolut bestätigen. Wichtig ist, dass man immer von der Gesichtsmitte weg so ein bisschen nach hinten die Creme einarbeitet, dass man so gleich so einen natürlichen Lifting-Effekt mit hat. Und natürlich den Hals und das Dekolleté nicht vergessen, weil die wollen ja auch gepflegt sein. Genau. Ja, mit unserem Wunderset hast du letzten Endes den absoluten Klassiker bei uns im Sortiment erwischt, weil der wirklich dafür da ist, alle Zeichen, die wir so an unserer Haut verbessern wollen, ja, in den Griff zu bekommen. Ne? Wir haben diesen Anti-Aging-Komplex, der wirklich ab 4 Wochen massiv Effekte zeigt, dass die Fältchen, gerade auch um die Augen, Mimikfältchen, aufgepolsterter werden. Die Haut sieht strahlender aus, der Hautton ist ausgeglichen. Ich meine, du siehst, ich bin abgeschminkt und trotzdem wirkt es ebenmäßig. Die Haut wirkt aufgehellt, ne? Also dass man automatisch gesünder aussieht. Ja, mit Feuchtigkeit versorgt und natürlich gereinigt. Also wir haben alle Punkte mit einem Schlag sozusagen bedient. Und wenn man das in seine tägliche Routine einbaut, geht das auch alles ganz schnell. Dann wünsche ich dir ganz viel Freude mit den anderen Produkten, die du noch drin hast. Freue mich auf deine Rückmeldung und wenn du Fragen hast, melde dich jederzeit. Tschüss, deine Anna.